Hallo liebe Modellbahnfreunde, willkommen zum vierten und letzten Teil. Jetzt ist es nicht ganz so schwer zu erraten, mit welchem Hersteller wir weitermachen. Und das ist immer etwas ganz Besonderes. Erste Frage, haben wir die Spickzettel bereit liegen? Spickzettel haben wir, natürlich haben wir bereit. Aber er erzählt jetzt, dass er alle Neuheiten präsentieren will. Wir haben dieses Jahr 300 Neuheiten. Also wenn wir das machen, dann kann eigentlich niemand anders mehr vorkommen. Aber wir beschränken uns auf die wichtigen, verspreche ich Ihnen. Aber die Spickzettel, das sind so mindestens 50 Stück, die hier liegen. Schauen wir mal. Okay, bevor wir aber anfangen, die Neuheiten vorzustellen, liebe Modellbahnfreunde, wäre es ja ganz schlecht, einfach so schnöde anzufangen. Herr Wilfer hat ja gesagt, dass Pico ein gutes Team hat vor allen Dingen und dass dieses Team auch unheimlich klasse zusammenarbeitet. Das werden wir jetzt mal in dem knapp 20-minütigen Gespräch einmal testen. Ich darf doch mal so freundlich sein, jetzt unter meine Spickzettel zu greifen. Das ist die Aufgabe für einen Doktor. Und die gleiche Aufgabe, also er kann das Team, den Telefonjoker sozusagen zur Hilfe nehmen, können im Hintergrund das ganze Rätsel lösen. Toll, was? Ja, und? Ja, rauskriegen und dann werden wir mal sehen, was da rauskommt. 15 und 15 ist wie viel? Nein, das ist ein bisschen. Also bis 15 und 15? Bis 30. Das sind 10 Zehen. Ach, jetzt fangen wir. Also, liebe Freunde, das werden wir mal jetzt. Also, den Zettel lasse ich mal hier. Er kann ja, ich dachte, Sie wollen mir jetzt Fragen stellen. Das wird nebenbei gelöst. Also, so, das, okay. Team wird rangeholt. Kann mal jemand vom Team kommen? Frau Bergmann, Frau Leimert, will keiner in die Kamera. Keiner. Kommt auch nicht in die Kamera. Das ist die Aufgabe für das Team zum Lösen während des Interviews. Wir suchen einen Begriff. Das ist ein Bilderrätsel. Ich brauche einen Messwagen dringend. Also, wie gesagt, Bilderrätsel lösen. Gut, prima. Habe ich ein Rätsel für den Herrn Buttig. Und was macht er? So, jetzt geht's aber wirklich 30. los. Jetzt geht's aber wirklich los. Jetzt gehen wir mal an das Eingemachte. Okay. Es gibt in Spur H0 eine wunderschöne E-Lok und das ist die E10.3. Ja, E10.3, die Bügelfalte genannt, ist, glaube ich, eine ganz tolle Lok geworden. Das Besondere bei der Lok ist, dass wir sie im Januar angekündigt haben, oder sagen wir mal Anfang Januar im neuen Katalog, und sie ist bereits fertig. Sie steht in der Vitrine und wird im Januar ausgeliefert oder ist sogar im Januar schon ausgeliefert worden. Ich glaube, die ist schon unterwegs, die Lok. Ja, also ich habe das also auch schon so mitbekommen. Dann eine weitere Neuheitenvorstellung in H0, der ET oder die ET22 PKP. ET22 ist eine neue Elektrolok, eine sechsachsige. Ich glaube, das ist die meistgebaute E-Lok in Europa. Und unsere polnischen Freunde, die sind schon ganz heiß auf dieses Ding. Steht auch schon da, ist fertig, also noch nicht ganz fertig, aber man sieht also schon alle Details, die feinen Stromabnehmer, die tollen Lampen vorne und die wird wieder mit einem Plax 22 ausgestattet. Also glaube ich, wird viele Freunde finden. Und da gibt es ja auch sicherlich noch passende Wagen dazu, die bei Pico gibt, oder? Ja, wir haben jetzt auch einen neuen Güterwagen, der ist auch im Januar ausgeliefert worden. Der 401 und noch irgendwas ist ein offener Güterwagen, so ein kleiner. Und ich glaube, war gut, haben wir auch vorher nicht gesagt. Wir haben ihn einfach gemacht und im Januar wurde er ausgeliefert. Also ich sehe schon, das sind schon fast keine Neuheiten, das sind schon fast Altheiten, die wir hier vorstellen. Also insofern ist es schon ganz toll. Und das sagen ja auch die Kunden immer wieder über Pico, dass ihr also tatsächlich liefertreu und immer wieder zum Punkt die Sachen ausliefert. Muss ich auch mal sagen, da danke ich meinen Mitarbeitern, das ist nicht so ganz einfach. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr ungefähr 22 Formneuheiten. Jeden Monat kommen 2 Formneuheiten raus, in H0, NTT, auch welche in G. Und wir haben es eigentlich immer geschafft, die auf den Punkt oder naja, fast auf den Punkt auszuliefern. Letztes Jahr, da ist uns eine Lok sozusagen ausgerutscht. Das ist leider die ÖBB 1010 gewesen. Die wollten wir jetzt im Januar ausliefern, aber vor der Auslieferung haben wir noch was entdeckt und haben es nochmal geändert. Kommt jetzt vermutlich Februar oder März raus.
lieber besser vorher ändern, als hinterher Ärger haben, denke ich mal, oder? Wir wollen eine gute Qualität machen, die soll genau passen und da lieber mal einen Monat später ausliefern. War der einzige Ausrutscher. Na, wir werden mal sehen, wie das hier mit den Zetteln weitergeht. Also ich habe sicherlich was anderes stehen. Also der IC-Speisewagen ARMZ 211 ist die nächste Neuheit. Ja, ICE-Speisewagen kommen auch raus. Haben wir eine ganze Serie ja gemacht dafür, oder? Glaube ich, im Personenwagenbereich. Und kommen insgesamt 5 Stück raus in dieser Serie, in den ICE-Wagen. Und ich glaube, da haben wir relativ viele Freunde dafür, für dieses Modell auch. So, nun wird es etwas schmutzig. Es sind Graffiti-Wagen. Da ärgern sich die Bahner immer drüber, dass die Fahrzeuge beschmiert werden. Aber es ist ein wunderschönes Modell, das der Realität entspricht. Graffiti-Wagen, der Schiebeplanwagen, da haben wir 3 Modelle, die als Set ausgeliefert werden. Da haben sich unsere Designer wirklich viel Mühe gegeben, haben ein wunderschönes Modell gemacht. Beide Seiten sind unterschiedlich bedruckt von den 3 Wagen. Ja, sehen attraktiv aus, sind auch noch gealtert. Also ganz tolle Geschichte. Alles dran. Jetzt kommen wir zu einem ganz speziellen Wagen, dem Pico Messwagen. Ich würde unser Team mal bitten, den Wagen uns rüberzureichen. Wir arbeiten wirklich hier mit Händen und Füßen. Moment. Prima. So, der Pico-Messwagen. Was ist hier das Highlight und das Besondere? Also Pico-Messwagen. Jetzt muss ich erstmal schauen. Ja, also man sieht es schon, wird eingeschaltet. Erst erscheint das Pico-Logo und dann erscheinen die einzelnen Daten. Also der Pico-Messwagen ist, würde ich mal sagen, die Innovation im Bereich der Modellbahn dieses Jahr. Gab es noch nie sowas. Der Messwagen kann anzeigen, die Geschwindigkeit, kann die Entfernung anzeigen, kann die Steigung anzeigen, kann die Neigung anzeigen und Sie können auch noch die Spannung prüfen. Also das ist eine ideale Geschichte, wenn Sie also Ihre Modellbahn überprüfen wollen und nicht nur mit Bauchgefühl, na da stimmt irgendwo was nicht. Mit dem Messwagen können Sie jetzt genau feststellen, an welcher Stelle ich ein Problem habe. Das ist einmal für bestehende Anlagen gut oder auch natürlich für neue Anlagen. Wenn Sie also eine neue Anlage bauen, nicht genau wissen, welches Steigung Sie machen können, da können Sie den Messwagen drüber fahren lassen. Dann sehen Sie, aha, hier habe ich 3%. Wenn Sie einen Gleiswendel bauen wollen, lassen Sie den laufen und Sie können genau feststellen, ob Sie überall die gleiche Steigung haben. Das Ganze kann dann auf eine App, auf ein Handy geladen werden. Sie können sich das anschauen. Sie haben auch die Möglichkeit, über ein Programm das auf dem Computer zu bekommen, können das dort abspeichern. Und was, sagen wir mal, für Freaks hochinteressant ist, Sie werden auch die Möglichkeit haben, digitale Steuerungen sichtbar zu machen. Also zum Beispiel, wenn Sie F6 drücken, dann zeigt er Ihnen in einem bestimmten Menü, zeigt er Ihnen an, F6 ist als Signal angekommen. Wenn also zum Beispiel die Lok nicht darauf reagiert, hat eine elektrische Kupplung, geht nicht. Schaue ich mal nach, aha, Signal ist angekommen, also liegt es an der Kupplung und nicht an dem Signal. Das sind alles so Geschichten, die wir jetzt in unserer neuen Elektronikabteilung hier eingebaut haben. Und ich glaube, dass wir da einen ganz tollen Wagen haben, der also für viele, viele interessant wird. Clubs werden begeistert sein davon. Kann ich mir vorstellen, so begeistert wie Sie sind, denke ich mal, dass das auch ein tolles Stück ist. Das ist ein gut, super, ja, super Geschichte. Ja. So, nun wird es etwas größer. Es wird eine BA 118 angeboten von Pico. Feines Teil. Ja, also wir waren, einmal waren wir sehr erfolgreich mit der BR 132, die ja letztes Jahr rausgekommen ist. Und obwohl wir natürlich eine ganze Menge Gartenbahnfreunde haben, die gesagt haben, ja, warum bringt ihr denn nicht auch mal wieder was für den westdeutschen Markt? Und jetzt kommt ihr schon wieder mit einem DR-Modell raus. Aber die 118 ist einfach so eine tolle Lok, so eine tolle Diesellok. Und wir haben uns gedacht, die müssen wir einfach mal machen. Und ja, da steht sie. Wunderschönes Modell, muss man wirklich sagen. Also ja. Ich denke, der wird auch wieder sehr reißend also Absatz finden. Aber das sind einfach Kultlokomotiven und ich denke, das ist die Modellbahner werden happy sein. Ich glaube auch. Ja, dann haben wir noch eine Diesellok, die BR 102.1. Das ist eine TT-Lok. Die Gartenlaube, Fußbank, was da alles so von Namen rumkursiert sind. Ja, die 102, die Gartenlaube, die haben wir jetzt auch ins Programm aufgenommen. Im TT-Bereich wird schön detailliert sein, ist eine Kultlok auch. Und
Ich glaube, wir werden hier relativ viele Freunde mitfinden. Man muss auch dazu sagen, die gibt es aber auch schon H0. H0 haben wir sie letztes Jahr schon ausgeliefert, ja. Und war auch ein gutes Modell, ist gut angekommen. TT ist natürlich ein bisschen kleiner, hat ein bisschen weniger Platz, ja. Wird mit Sound schwierig sein. Aber ich glaube, die fährt auch so ganz gut. Aber trotzdem ist es beeindruckend, gerade bei diesem kleinen Modell, muss ich sagen, was mich immer beeindruckt, dieses hintere, Laufgitter, wenn man zum Fahrerhaus rauskommt, das ist auch noch freistehend bei TT, ist ja unglaublich. Ja, also unsere Entwickler sind da schon ziemlich gut und das Anspruchsniveau ist in den letzten Jahren im Hause Pico gestiegen und natürlich auch bei unseren Kunden und das wollen wir auch befriedigen. Also kann ich nur bestätigen, die Lok ist wirklich dufte. So, dann gibt es die Baureihe 247 Vectron, die Diesel Vectron. Die Diesel Vectron haben wir, glaube ich, auch. Wann kommt die denn raus? Ist die jetzt schon rausgekommen oder kommt die erst? Ist, glaube ich, schon unterwegs, die Diesel. Die ist, glaube ich, auch schon unterwegs. Also wir bringen die ja mit diesem Leopard, der vorne lauter elektrische Teile hat und hinten dann in den normalen Leoparden übergeht. Man kann darüber streiten, ob das schön ist oder nicht. Aber der Druck ist toll geworden, sieht super aus. Ja, gefällt mir persönlich sehr gut und ich glaube, wir werden da auch viele Freunde finden. Bei der Vectron sowieso, bin ich mir ganz sicher. Ja, glaube ich auch. So, last but not least, wir haben noch eine Dampflok, die Baureihe 82. Darf ich helfen mit der Artikelnummer? Steht nicht auf dem Spickzettel? Keine Ahnung, das ist die N82. Die BR82. Eine Wunschlok von vielen N-Bahnern hat es bisher noch nie gegeben. Wir haben ganz am Anfang, als ich Pico gekauft habe, da im 92 sind wir, glaube ich, 93 oder 94 sind wir mit der H0, mit der BR82 damals rausgekommen oder 95, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja, bis heute hat sie noch niemand gemacht und jetzt haben wir sie in Angriff genommen. Sie sehen die ersten Abspritzlinge, sehen Sie nachher, können Sie sich mal anschauen. Ich bin begeistert von der Detailtreue her, von der Feinheit der Leitungen und den Aufstiegsleitern. Sie haben einen Durchblick durchs Führerhaus. Eine super Lok geworden. Also auch Nicht-N-Bahner werden einfach hin und weg sein von der tollen Lok. Jetzt staune ich aber, dass die Lok noch niemand in Angriff genommen hat. Das wundert mich jetzt doch. Ja, nun, es ist eine DB-Lok. Also ich meine, es gibt ja einige Firmen, die durchaus im Bereich der DB was machen. keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir haben es gemacht. Das ist die Hauptsache. Finde ich ganz großartig, dass ihr das macht. Jetzt müssen wir aber mal hintenrum gucken, wie weit das Team schon ist. Sie rätseln noch. Finde ich ja ganz große Klasse. Machen wir weiter. Liebe Modellbahnfreunde, Moment. Jetzt hat er mich komplett aus dem Konzept gebracht. Ich bin fix und fertig. Ja, ich habe es gelöst. Was war? Hat er einfach aus seinem Blatt alles vorgelesen. Liebe Modellfreunde, ich muss jetzt erstmal unterbrechen hier an der Stelle. Ihr Team ist spitze. Danke. Warum? Haben Sie die Aufgaben gelöst? Die haben die Aufgabe gelöst. Bin fix und fertig. Mein Team versucht immer, alle Aufgaben zu lösen. Das kommt letztendlich auch unseren Modellbahnfreunden zugute, dass wir gute Qualität zu einem guten Preis ausliefern. Und das begeistert eigentlich jeden. Herr Buddy, ja, aber wieso? Zustimmung. Ja, Zustimmung. Ja, aber wieso jetzt steht hier auf dem Spickzettel mehr als ich hab's gewusst? Ja, er hat natürlich was Tolles hat er nicht erwähnt. Und zwar werden wir im H0-Bereich mit einem Schienenbus rauskommen, und zwar dem sogenannten Retter der Nebenbahn VT98. Wird eine super Geschichte, stromführende Kupplung, Innenbeleuchtung, Plugs 22. Ist unmöglich. Ja, natürlich ist das möglich. Nein, das ist toll, aber... Ich bin noch über den Spickzettel hin und weg. Ja, ich habe ja gute Leute, die bereiten das alles für mich vor, weil kann man ja nicht alles immer wissen. Also mein Produktmanager, die wissen das natürlich alles. Die können Ihnen hier stundenlang Vorträge machen. Das glaube ich sofort. Aber bei mir, naja. Okay. Wollen Sie noch mehr Spickzettel sehen? Ich habe da schon noch mehr dabei. VRT 89, E10-3 hat man, ET22, NS2200. Die haben wir vergessen. Diesel-Lok für den holländischen Bereich. Ja. Basiert auf einem amerikanischen Modell.
haben wir letztes Jahr in N rausgebracht, kommt jetzt in H0 mit auch wieder tollen Handstangen außenrum, Plax 22, vorbereitet für Sound. Übrigens, unsere Sounds sind, glaube ich, hervorragend, gerade in der letzten Zeit. Die machen, nehmen wir selber auf, samplen sie selber, kommen auf den Decoder und gerade zum Beispiel V6, zwei Motoren, zwei unterschiedliche Motoren, Cummings-Motor und der andere, weiß er nicht, ich auch nicht. Ach nein, Gott sei Dank, ich habe jetzt schon einen Schreck gekriegt. Also, okay. Ja. Messwagen haben wir gehabt, die 118 haben wir gehabt. Sehen Sie, Sie haben alles Wichtige genannt. Bis auf den Schienenbus, den hat er vergessen. Aber das ist natürlich ein Westmodell. Also, okay. Super Schienenbus. Liebe Modellbahnfreunde, das ist natürlich immer live, was wir hier machen. Und ich weiß, dass der Doktor immer so ein paar Sachen parat hat. Ich versuche, ihn immer beizukommen, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Aber ich muss jetzt noch mal zur Auflösung kommen. Ich bin jetzt mal ganz fair. Der Doktor hat keine Zeit gehabt, mit mir hier bei dem Gespräch das zu machen. Aber das Team hat wunderbar gearbeitet. Er darf es auch vorlesen. Pikolöchen. Pikolöchen. Ah, das ist die kleine Pico. In N, BR82, Pikolöchen. Neuer Spitzname. Super, toll. Ohne Fleiß kein Preis. Oh. Ein Pikolöchen. Aber den kann ich jetzt nicht aufmachen, der ist warm. Ja, stell mal den Kühlschrank, trink was später. Wenn ich den jetzt aufmache, Dusche haben wir keine hier. Nee. Klebt dann alles. Macht's später, wenn es kalt ist. Ja. Es war wie immer eine große Freude, bei PicoCast zu sein. Wir müssen uns jetzt mal was einfallen lassen. Wir werden ja getrieben von den Zuschauern, die erwarten von uns immer was. Der Doktor lässt sich was für nächstes Jahr einfallen, ich auch. Vielen Dank, Herr Buttig. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen ein schönes Modellbahnjahr mit Pikolöchen. Prost! Für Landschaftsbau und immer mit neuen pfiffigen Angeboten steht der Zubehörhersteller noch hoch im Kurs der Modellbahner. So, liebe Modellbahnfreunde, jetzt geht's wieder ins Eingemachte. Wir machen wieder Landschaften. Wir beiden sind frisch geschminkt. An meiner Seite steht wie immer Dr. Rainer Noch. Und da habe ich auch schon den Namen verraten. Was gibt es denn jetzt noch dieses Jahr zu berichten? Herzlich willkommen, Herr Buttig. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder hier sind. Ich freue mich riesig, dass wir uns jedes Jahr unterhalten dürfen. Was gibt es zu berichten? Wir haben jedes Jahr ein Fokusthema, ein Neuheitenthema. Das lautet dieses Jahr Hobby und Freizeit. Das gefällt mir sehr gut. Das Hobby und Freizeit ist immer gut, gell? Ja. Vor allem, wenn man hier auf der Messe ist. Ja. Da gibt es rund um das Thema Wellness, um das Thema Urlaub, ein wunderschönes Lasercut Hotelgebäude, das Hotel Schönblick, Romantikhotel Schönblick. Wir haben eine wunderschöne Orangerie, in der dann im Winter die tropischen Gewächse warm gehalten werden können. Wir bieten als Lasercut Mini eine schöne Sauna mit Ausblick bzw. Einblick, je nachdem, welche Perspektive der Betrachter einnimmt. Moment, also Sauna mit Aus- und Einblick. Ja, das ist so eine Panoramasauna mit einer großen Glasscheibe. Ja. Und die, wo drin sitzen, können natürlich schön rausschauen. Aber wir haben auf einem anderen Diorama so eine kleine Szene, wo so ein Mann über einen Lattenzaun linst und der hat dann den Einblick in die Sauna. Wir haben ein kleines Kurkonzert mit eine Konzertmuschel, wie sie in vielen Kurorten zu finden ist, mit einem 3D-gedruckten Flügel und einer Pianistin. Und im Flügel, also Entschuldigung, in der Konzertmuschel ist ein Lautsprecher verbaut und dort wird Mozarts kleine Nachtmusik abgespielt auf Knopfdruck. Hätte mich jetzt gewundert, wenn es nicht so gewesen wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Also irgendwie muss das ja mit ran. Aber es gibt ja auch zu diesen ganzen hübschen Themen, ich meine, das Hotel sieht ja auch ganz toll aus, es könnte eigentlich mir gehören. Warum stehe ich eigentlich hier? Ich könnte es auch viel einfacher haben. Es müsste uns gar nicht gehören, wir könnten da Urlaub machen. Ja, es gibt natürlich auch zu diesem Thema Freizeit, Hobby und Freizeit, ganz viele Figurensets rund um das Thema. Ja. Also ich habe mir mal einen Spickzettel gemacht, also für Freizeit ist ja fast alles da. Also es gab natürlich schon viele Figuren im Sortiment, aber wir haben festgestellt, einiges fehlt noch. Es gab zum Beispiel keine Mountainbiker in der Branche. Es gab noch keine Paraglider und auch keine Modellflieger, also so richtig kleine Figuren mit Modellflugzeugen, die dann gestartet werden. Snowboarder sind neu dabei. Wir haben einfach dieses ganze Hobby- und Freizeitsortiment noch ein bisschen abgerundet. Aber finde ich auch sehr schön und ich staune immer wieder, dass euch das gelingt, letztendlich was Neues rauszubringen und immer noch eine kleine Lücke zu finden, was eigentlich noch auf der Modellbahnanlage fehlt. Es ist eigentlich relativ einfach. Man muss nur mit offenen Augen durchs eigene Leben marschieren und man sieht so viel. Man muss sich dann nur fragen, gibt es auch die Kunden,
die diesen Artikel suchen oder die bereit sind, den zu kaufen. Und das ist dann immer selbst spannend zu sehen, werden die Mountainbikes demnächst die Modellberge bevölkern oder nicht? So ungefähr. Aber das sind ja die neuen Trendsportarten, ist ganz klar, eigentlich logisch, dass die auf jeder Anlage sein müssen. Wir hatten gerade von Sound gesprochen. Da gibt es eine Rubrik, da kommt jetzt Sound raus. Bahnsteig, Straßenmeister und Bauernhof. Das sind unsere Soundszenen, die haben wir letztes Jahr in der Spur H0 vorgestellt und nachdem die in der H0 gut angekommen sind, haben wir jetzt drei verschiedene Szenen auch für die Spur TT und für die Spur N im Angebot. Die Idee ist quasi, ich baue den Lautsprecher genau dort ein, wo der Sound entsteht, nämlich zum Beispiel im Bahnsteig, sodass wenn da die Bahnsteigszene mit Bahnhofsdurchsage abläuft, dass das Ohr auch das Gefühl hat, der Sound kommt daher, wo er herkommen sollte. Also das macht mit Sicherheit jede Anlage perfekt und macht auch das Spielen perfekt. Wir fahren jetzt natürlich in Urlaub in mein schönes Hotel, was ich hier so vor mir sehe. Die Zuschauer sehen es gerade nicht, aber wahrscheinlich dann anschließend gleich im Bild. Da muss man natürlich, man fährt durch wunderschöne Landschaften, man sieht Burgruinen und man muss Täler überbrücken. Ja, das ist ein ganz besonderes Projekt, auf das wir uns sehr gefreut haben. Auf Initiative der Firma Rocco haben wir ein Viadukt im Modell gemacht, und zwar das Ravenna-Viadukt. Unser Modelleur war extra im Schwarzwald und hat sich vor Ort dann die Gesteinsstruktur angeschaut und wir haben versucht, das so originalgetreu wie irgendwie möglich im Modell abzubilden und es ist ein sehr, sehr imposantes Bauwerk geworden. Ich habe ja auch gelesen im Neuheitenkatalog, das gibt es auch für schmale Spuren. Das ist ein anderes Viadukt, ein kleineres. Aber wir haben festgestellt, dass die Schmalspurfreunde eigentlich zu wenig Möglichkeiten haben, Landschaften oder Kunstbauwerke für die Schmalspur zu finden. Also wir haben hier ein Viadukt, eine Steinbogenbrücke haben wir. Wir haben eine Stahlbrücke gelasert, speziell für die Freunde der Schmalspur, dass die Schmalspurbahn auch ordentlich bauen können. Ja, im Großen und Ganzen schon durch die Neuheiten durch, oder? Nein, gibt es noch was? Zwei sind mir noch ganz wichtig. Ich freue mich riesig, dass dieses Jahr der Herr Luft, der ja aus dem Miniaturwunderland auch bekannt ist für seine wunderbaren Bauwerke, dort hat er Pompeji modelliert im Miniaturwunderland, Herr Luft hat für uns eine neue Burgruine gemacht, die sehr, sehr gelungen ist, meiner Meinung nach. Und nach 3 Jahren, nachdem das erste Rockkonzert so ein riesiger Erfolg war, haben wir nach 3 Jahren gesagt, wir brauchen wieder ein Rockkonzert. Und wir haben versucht, das noch besser zu machen. Im Rockkonzert sind 2 Lautsprecher verbaut, dass der Sound besser wird. Und wir haben auch eine Standbeleuchtung. Also auch wenn die Musik nicht spielt, ist die Bühne blau beleuchtet. Wir haben Lichtleiter am Bühnenhintergrund gelegt, haben den Bühnenuntergrund blau beleuchtet. Also es ist ein richtig schöner Hingucker geworden. Also modellieren und spielen macht Spaß, habe ich bei euch den Eindruck. Es macht riesig Spaß. Und ich freue mich jetzt schon auf die ganzen Ideen, die uns dann im Jahr 2017 über den Weg laufen werden und die ich Ihnen Anfang 2018 präsentieren darf. Darüber freuen wir uns schon sehr. Wir nehmen uns jetzt die Zeit, dem Rockkonzert zu lauschen. Selbstverständlich mit eigener Musik vom Smartphone. Das war unser 2-Stunden-Marathon von der Nürnberger Spielwarenmesse. Und ich hoffe, es hat Ihnen auch sehr viel Spaß gemacht und Sie konnten das eine oder andere auch entdecken. Ich verabschiede mich von Ihnen bis zur nächsten Sendung. Verbleibe mit ganz herzlichen Grüßen aus Nürnberg, Ihr Frank Buttig.